Hallo liebe Lego-Freunde, ich bin der Austrian Lego-Fan aus dem schönen Kärnten in Österreich. Und ihr wisst ja, jetzt ist seit einiger Zeit der neue Lego-Technik-Liebherr-Bagger auf dem Markt. Das aktuell größte Lego-Technik-Set aller Zeiten. Und auch mit 450 Euro Listenpreis das teuerste, was wir jemals gehabt haben. Bis jetzt, wir wissen ja nicht, was da in Zukunft noch kommt. Und ich habe mir jetzt gedacht, im Zusammenhang mit diesem Bagger könnten wir uns ja mal anschauen, was wir so in den letzten circa 10 Jahren von Lego Technik so an Baggern gehabt haben. Und das vielleicht auch mal so größenmäßig mit dem Liebherr vergleichen. Ich habe das Ganze mal ein bisschen vorbereitet. Da haben wir als erstes gehabt im Jahre 2008 dieses Exemplar. Das ist natürlich nicht der erste Lego-Technik-Bagger, den es gegeben hat. Es hat auch noch davor, in den 90er Jahren und so weiter, Bagger gegeben. Die kann ich euch allerdings leider nicht zeigen, weil ich die nicht habe. Deswegen fange ich mit diesem Exemplar an, aus dem Jahre 2008. 720 Teile. Man kann den auch motorisieren. Ist in der Anleitung beschrieben, wie das funktioniert. Ist allerdings dann nicht ferngesteuert, sondern nur mit so einem Umschalthebel. Ist aber, finde ich, jetzt nicht unbedingt notwendig. Funktioniert auch so ganz gut. Ihr seht, wir haben dort zwei Linearaktuatoren bei diesem Exemplar. Wir können natürlich damit fahren. Auf diesem glatten Tisch ist das etwas schwierig. Wir können den ganzen Aufbau drehen. Und wenn wir jetzt hinten an dem Rad drehen, passiert sich nichts. Ich habe da einen Umschalthebel für die zwei Funktionen, die ich damit bedienen kann. Tun wir den mal nach hinten. Wenn wir dann drehen, wird dieser Linearaktuator angesteuert und es sind quasi zwei Funktionen auf einmal damit bedient. Und zwar wird der Ausleger nach vorne bewegt und die Schaufel auch, weil das direkt miteinander gekoppelt ist. Ist jetzt im Vergleich zur Realität unrealistisch, weiß ich auch, weil da sind diese zwei Funktionen getrennt voneinander. Und wenn wir den Hebel nach vorne machen, dann haben wir diesen Linearaktuator angesteuert, womit wir den ganzen Baggerarm rauf und runter bewegen können. Das ist alles, was das Modell kann. Vollkommen ausreichend, in Ordnung. Stellen wir ihn auf die Seite. Und dann haben wir im Jahre 2010 zum einen dieses kleine Modell bekommen. Der hat 252 Teile. Hat 20 oder 25 Euro gekostet, ich weiß es nicht mehr genau. Eigentlich die gleichen Funktionen fahren. Wir haben vorne diese kleine Stütze, die man bewegen kann. Schaut jetzt nicht besonders realistisch aus, ist aber der Größe geschuldet. Und wir haben hinten zwei Zahnräder. Bei dem einen das gleiche wie bei dem größeren Modell. Baggerarm rauf und runter. Das funktioniert hier über dieses Technikteil. Wird ganz einfach so über eine Schnecke dieses Teil angetrieben und fertig. Und das zweite Zahnrad hat jetzt dann die gleiche Funktionsweise wie bei dem größeren. Wird also der Ausleger und die Baggerschaufel in einem bewegt und es funktioniert auch wieder da über eine Schnecke. Nettes kleines Modell, nicht weiter aufregend, aber auch nicht schlecht. Ja, und im gleichen Jahr haben wir dieses Modell. 1123 Teile und komplett ferngesteuert. Die Set Nummer 8043. Achso, das hätte ich jetzt fast vergessen. Der rote hat die Set Nummer 8294. Und der kleine, die ist die Nummer 8047. Also das 8043. Komplett ferngesteuert. Wir haben vier M-Motoren. Die sind hier hinten nebeneinander eingebaut. Zwei Infrarotempfänger, zwei Fernbedienungen, Batteriekasten,
Schalten wir mal ein. Moment, fangen wir erst damit an. Diese zwei Hebel nach vorne, ich werde vorwärts, nach hinten, ich werde rückwärts, entgegengesetzt bewegt. Dreht er sich. Dritter Hebel ist ganz Drehen des ganzen Aufbaus oben. Und der vierte, damit kann ich umschalten. Bewegt sich hier dieser rote Hebel hin und her. Da werden unten dann die Umsteller verteilt. Und jetzt habe ich mit diesen drei Hebeln die Baggerschaufel motorisiert. Bekanntes Problem bei diesem Set ist, dass der Baggerarm relativ schwer ist für diese zwei Linearaktuatoren. Und auch mit der Übersetzung ist das alles nicht so optimal. Er tut sich sehr schwer, auch wenn die Batterien gut gefüllt oder voll sind, so wie jetzt bei mir in dem Fall. Ihr seht das, er bewegt sich, aber es geht ziemlich langsam. Jetzt kann bei mir da auch noch Staub ein bisschen eine Rolle spülen, weil das Teil hat längere Zeit so im Regal gestanden. Das ist von oben offen, da kommt also Staub und Dreck alles rein. Um das zu reinigen, müsste ich den komplett auseinandernehmen. Zweiter Hebel. Ausleger. Der dritte Hebel, die Schaufel. Definitiv ein tolles Set. Es hat auch, meine ich, da eine Umbauvorschläge gegeben, um diese ganze Steuerung ein bisschen zu optimieren. So, dann stellen wir den auch auf die Seite. Dann haben wir aus dem Jahre 2013 dieses Set von Lego bekommen. Die Nummer 42006. Lässt sich auch wieder drehen. Nichts motorisiert. Lässt sich allerdings auch nachrüsten. Ist auch wieder in der Anleitung beschrieben, wie das funktioniert. Einziger Unterschied hier. Wir haben keine Baggerschaufel, sondern wir haben diesen Greifer. Lässt sich aber, denke ich, auch umrüsten, umbauen auf eine Schaufel, wer das unbedingt möchte. Das wird jetzt nicht das mega über drüber Problem werden. Ich habe es natürlich jetzt nicht gemacht, weil ich möchte euch das jetzt so zeigen, wie es ist. Wir haben hinten ein Zahnrad zum Drehen. Jetzt momentan habe ich keine Funktion ausgewählt, deswegen läuft es im Leeren. Und hier habe ich diese zwei Hebel. Hebel 1, ich stelle den einmal so hin. Der ganze Arm rauf und runter. Zweite Funktion ist dann der Ausleger. Und dritte Funktion ist vorne die Zange öffnen, wobei ich das mit einer von den zwei anderen Funktionen parallel machen kann. Hat auch 720 Teile, genau wie der rote, wobei der irgendwie vollständiger ausschaut. Aber das ist die Weiterentwicklung, die Lego gemacht hat. Die alten Technik-Sets, die waren doch sehr spartanisch ausgeführt. Da hat man noch sehr, sehr viel mehr von den Funktionen sehen können, weil das alles nicht so verbaut war. Das ist heute ja doch ganz anders. Wer unbedingt die Funktionen will, der sehen will, wie das genau funktioniert, welches Zahnrad wo reingreift, der wünscht sich vielleicht eher so die älteren Zeiten zurück. Aber von der Optik her sind die neuen Sets doch weitaus ansehnlicher gestaltet. Das muss man mal ganz klar so sagen. So, stellen wir auch den auf die Seite. Und dann haben wir noch im Jahre 2016 diesen Bagger bekommen. Auffälligster Unterschied zu den anderen, das ist kein Raupenbagger, sondern das ist ein Radbagger. Mit Lizenz, das ist ein Volvo EW160E. Der ist in einer Welle erschienen mit dem Porsche, dem Schaufelradbagger, den ich euch die Tage gezeigt habe, und mit dem Klaas Xerion Traktor. Diese Sets sind in einer Reihe erschienen.
Set Nummer 42053, 1166 Teile, 89,99 Listenpreis, dürfte, glaube ich, schon ausgelaufen sein, dürfte also so über Lego und auch eigentlich relativ schwer zu kriegen sein schon und vor allen Dingen nicht mehr zu dem Preis wahrscheinlich, also ich denke, er wird über 100 Euro mittlerweile kosten. Wir haben ein paar manuelle Funktionen. Ich werde jetzt einmal den Aufbau zur Seite drehen, dann kann man es besser sehen. Und zwar kann ich das da vorne als Stütze runterdrücken, das Schild und auch wieder hochheben. Und hinten habe ich zwei Stützen, die mit der manuell einfach runtergeklappt werden. Und diese zwei dunkelgrauen kann ich dann da einrasten. Und dann gehen sie nämlich nicht mehr hoch. Dann habe ich hier oben ein Zahnrad. Damit kann ich die Kabine hochfahren. So bis dahin. Fahren wir sie aber wieder runter. Und natürlich hinten das Zahnrad da für die Lenkung. Das passt super. Und dann haben wir da den Pneumatik-Pumpe. Ihr seht schon, die unterscheidet sich ein bisschen von den ganz alten. Bei den alten haben wir immer die Federn gesehen. Die sieht man jetzt da nicht mehr. Das ist innen drinnen. Und da sind die drei Umstellhebel für die drei pneumatisierten Funktionen. Wir haben zwei große Pneumatikzylinder. Das ist übrigens auch Pneumatik-System Nummer 2, so wie bei dem Arox. Die sind etwas größer, etwas länger wie die ganz alten. Einmal der Hauptarm, der verlängerte Arm, also die Knickvorrichtung. Und unten da in der Schaufel ist ein kleiner Pneumatikzylinder drin zum Öffnen und Schließen der Schaufel. Wir haben jetzt da die Umstellhebel. Das war die falsche Richtung. Da geht er runter, da geht er wieder hoch, der mittlere Hebel ist für die Ausleger und der dritte, das war falsch rum, bei der Schaufel hakt es manchmal ein bisschen, das war doch richtig rum vorher, so. Der bleibt manchmal da hängen, die Pins, obwohl ich das schon locker gemacht habe. Hängt da wieder da. So. Funktioniert auch alles super. Ich kann mich da gar nicht so entscheiden, welche ich jetzt von den ganzen Modellen am besten finde. Ich meine, den hier finde ich ja mal sehr interessant, weil es ja mal ein bisschen was anderes ist, weil es ein Radbagger ist und kein Kettenbagger. Und weil er Pneumatik hat im Vergleich zu den anderen alle mit den Linearaktuatoren, finde ich den eigentlich ganz nett. Lizenz von Volvo, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das notwendig gewesen wäre oder nicht. So, und jetzt kommen wir dann dazu. Der größenmäßige Vergleich mit dem Liebherr. Und ihr seht schon, der ist wirklich um einiges größer und stellt alle anderen Modelle, die wir hier haben, gewaltig in den Schatten. Wenn wir das jetzt mit dem Volvo Radbagger vergleichen. Der ist geradezu winzig im Vergleich. Ich stelle den nochmal weg, der Tisch wird zu klein. Und auch der kommt nicht dran. Der rote natürlich auch nicht, weil die sind ja eh ziemlich identisch. Der größte von den anderen ist immer noch der ferngesteuerte. Und auch der, seht ihr selber, ist viel, viel, viel kleiner. Ja. Natürlich, die älteren Modelle, was ich euch da jetzt gezeigt habe, sind schwierig zu bekommen und wenn dann zu auch teuren Preisen. Der hat zum Beispiel einen Listenpreis von 160 Euro ungefähr gehabt. Schaut es mal selber nach, Bricklink oder eBay oder sonst wo, was da mittlerweile für Kurse aufgerufen werden. Vielleicht habt ihr aber auch Glück, wenn einer sagt, ihr möchtet das Teil noch unbedingt haben, den vielleicht irgendwo gebraucht zu bekommen, im guten, vollständigen Zustand, weil neu, original verpackt, wird sicherlich mehrere hundert Euro kosten und ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Vielleicht habt ihr auch die Möglichkeit, aus
euren bestehenden Sachen, was ihr habt, aus Teilen irgendwie selber was zu kreieren, was in etwa in die Richtung geht, weil die Anleitung zu allen Sets, die könnt ihr auf der Lego-Homepage runterladen und als PDF dann öffnen, ist ja kein Problem, da sind die Teilelisten und auch alles dabei. Es muss ja nicht unbedingt immer alles eins zu eins gleich sein. Könnt ihr ja ein bisschen Kreativität aufzeigen, weil das ist ja eigentlich das, was Lego ausmachen sollte. Kreativität, Nachbauen von bestehenden Sachen und so weiter und so fort. Ja, bin ich mit meinem Video am Ende. Hoffe, ich habe euch ein bisschen kurzweilige Unterhaltung bieten können. Schreibt es mir drunter, was ihr von dem Ganzen haltet. Wollt ihr noch mehr solcher Vergleichsvideos sehen? Ich weiß nicht, könnt ihr irgendwas machen? Alle Abschleppwagen, die es so in letzter Zeit gegeben hat, oder Kranwagen oder sonst was. Kein Problem. Ich habe ziemlich viel von den letzten Jahren, was rausgekommen ist, habe ich so ziemlich alles. Von dem her kann ich euch da eine Menge bieten. Ich möchte aber, dass ihr auch halt mitentscheidet, was ihr sehen wollt. Ich bin das für alle Tipps und was ihr haben wollt, offen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Austrian Lego Fan.